Zum Thema Feministinnen fällt euch vielleicht die Sängerin Pink ein. Aber schon lange vor ihr haben andere für die Gleichbehandlung von Mann und Frau gekämpft. Zum Beispiel Clara Zetkin. Ihr verdanken wir den Weltfrauentag am 8. März. Clara Zetkin kommt 1857 in Wiederau bei Leipzig zur Welt. Sie interessiert sich früh für die Rechte der Arbeiterinnen und wird mit 21 Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei. 1910 stellt sie auf dem Kongress der Sozialistischen Internationalen in Kopenhagen folgenden Antrag. Die sozialistischen Frauen aller Länder veranstalten jedes Jahr einen Frauentag, um das Wahlrecht für Frauen durchzusetzen. Die Sowjetunion macht 1921 als erstes Land den 8. März zum Weltfrauentag. Erst 1975 wird dieser Tag dann auch von der UNO weltweit anerkannt und ausgerufen. Für die DDR war Clara Zetkin eine Heldin. Ihr Porträt war auf dem 10-Mark-Schein. Ebenso geehrt wurde sie in Russland, wo sie auch beigesetzt ist, nahe dem Lenin-Mausoleum am Roten Platz in Moskau.